Herzlich willkommen zu Senkrechtstart, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Mond-Starship. Viel Spaß! Ja, war das krass. Am Freitag in unserem Livestream vom Astronomischen Quartett zum Thema Mondbasen kam doch tatsächlich während einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz die Nachricht, SpaceX wird die Mondlandefähre für die NASA bauen. Ja, und Blue Origin und Dynetics, die sind raus. Da waren wir mit unserem Livestream aber sowas von am richtigen Thema zur richtigen Zeit. Wenn du den Livestream verpasst hast, dann verlinke ich dir den unter dem Video. In der Folge heute erzähle ich dir, wie es zu der spontanen Pressekonferenz zum Mondlander gekommen ist, was da gesagt wurde, was wir schon über das Lunar Starship wissen und ja, wie es jetzt weitergeht. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge mehr über Weltraumtechnik verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann freue ich mich riesig, wenn du den Channel durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Die Pressekonferenz am Freitag war wohl so spontan, weil die Washington Post vorab an ein internes NASA-Dokument gekommen ist und ja, vorab diese Nachricht mit der Auswahl von SpaceX veröffentlichte. Da hat die NASA wohl dann relativ kurzfristig dann für den Freitagnachmittag nochmal schnell eine Pressekonferenz einberufen, um das dann wenigstens selber nochmal bekannt zu geben. Vielleicht auch ganz gut, bevor diese Woche mit Ingenuity, Crew Dragon und SN15 die Weltraum-News wahrscheinlich völlig ausrasten. NASA has chosen SpaceX to return us to the moon. I am so excited to partner with SpaceX in this fantastic endeavor for the Artemis suite of missions. So congratulations to the SpaceX team. Ja, was soll ich sagen? Das hätte ich so nicht erwartet. Wir erinnern uns, letztes Jahr, ziemlich genau zur gleichen Zeit, hat die NASA drei Teams ausgewählt und denen Geld zur Verfügung gestellt, um eine Mondlandefähre zu entwickeln. Die Teams, das waren Dynetics, das National Team um Blue Origin und eben SpaceX. Eigentlich sollte noch Boeing an dem Wettbewerb teilnehmen, doch dazu kam es nicht, da die NASA von einem Skandal durchgeschüttelt wurde. Nämlich der NASA-Manager für bemannte Raumfahrt, Doug Lovero, soll an Boeing Informationen zu dem Wettbewerb weitergegeben haben. Daraufhin musste der seinen Hut nehmen und ja, als weitere Schmach für Boeing flog ihr Konzept wegen mangelhafter Ausführung aus dem Wettbewerb. Witzigerweise erhielt letztes Jahr SpaceX für die Ausarbeitung seines Konzepts am wenigsten Geld, während das National Team um Blue Origin mit 579 Millionen Dollar mehr als die Hälfte des gesamten Geldes bekam, war für Dynetics mit 253 Millionen Dollar erheblich weniger da und SpaceX musste sich sogar mit 135 Millionen Dollar zufrieden geben. Ja, auch jetzt ging es wieder ums Geld, so bekam SpaceX auch deshalb den Zuschlag, weil sie das mit Abstand günstigste Angebot gemacht hatten. Sie boten an, die Entwicklung für ca. 2,9 Milliarden Dollar zu machen. Wobei für das Freiwerden des Geldes Meilensteine zu erreichen sind. Auch kam SpaceX der NASA entgegen, indem sie die Auszahlung über einen längeren Zeitraum streckten. Denn das Artemis-Programm, das muss man wissen, leidet seit Jahren erheblich an Unterfinanzierung. Das ist auch der Grund, warum nur eine Firma ausgewählt wurde. Denn eigentlich sollten in die nächste Runde zwei Konzepte weiterkommen. Dafür hatte die Politik aber bisher keine Gelder zur Verfügung gestellt. Das finde ich persönlich ziemlich schade, da Wettbewerb eine gute Sache ist und man im Zweifelsfall bei zwei parallel entwickelten Systemen auch sicherer fährt. Sollte es zum Beispiel bei einem der Konzepte, bei einem der Systeme in der Entwicklung zu einem ja, massiven Rückschlag kommen. Man muss natürlich auch sagen, dass SpaceX das Starship auch ohne die NASA entwickeln würde. Aber ich denke, dass es für beide Seiten ja, von Vorteil ist, dass SpaceX ausgewählt wurde. SpaceX kann ähnlich zur Crew Dragon weiter auf die Unterstützung der NASA bauen, wenn es zum Beispiel um Lebenserhaltungssysteme und Reisen außerhalb des niedrigen Erdorbits geht. Die NASA wiederum kann von den vergleichsweise niedrigen Preisen von SpaceX profitieren, bekommt also viel Leistung fürs Geld. Etwas, was in den letzten 60 Jahren definitiv anders war in der amerikanischen Raumfahrt. Auch hat die NASA SpaceX in den vergangenen Jahren als einen verlässlichen Partner kennengelernt, während Teile der etablierten Industrie Boeing die NASA ziemlich hängen gelassen haben. Ja, der Crew Dragon ist bereits operativ. Der Starliner hat bis jetzt nicht einmal einen bemannten Test geschafft. Und was man nicht unterschätzen darf, für das Starship-Programm ist es definitiv gut, wenn die Fortschritte und Entwicklungen von der NASA gegengecheckt werden. Das wird meiner Meinung nach das Programm von zu vielen Rückschlägen bewahren. Denn das sollten wir uns immer bewusst machen. Die NASA, die will ins All. Die NASA will forschen. Die NASA will bemannte Raumfahrt. Als Behörde ist sie dabei aber ja, vor allem auf die Politik angewiesen und ja, die Leistung der Auftragnehmer. Und ja, SpaceX verdient mit der Raumfahrt gutes Geld und will das auch weiterhin. Aber ich kaufe SpaceX auch ab, dass sie das hauptsächlich machen, um die Menschheit zu einer raumfahrenden Spezies zu machen. Aber kommen wir zum Mond Starship, das offiziell HLS für Human Landing System heißt, also Menschenlandesystem. Im Prinzip ist das ein Starship, dem die Flügel gestutzt wurden.
Ja, und das ziemlich wörtlich. Da es nur für Flüge im Weltraum optimiert ist, wird es kein Hitzeschild brauchen. Und auch die Steuerflächen sind unnötig, denn auf dem Mond gibt es ja bekanntlich keine nennenswerte Atmosphäre. Dafür gibt es aber zusätzlich zu den 6 Raptoren, ich nenne sie jetzt mal Nasenlöchertriebwerke, weit oben am Starship. Diese werden sehr wahrscheinlich auch mit Methan und Sauerstoff betrieben. Kurz vor der Landung werden diese Triebwerke vermutlich übernehmen und sollen aufgrund ihrer hohen Anbringung dafür sorgen, dass nicht so viel Regolith, also der Mondstaub, aufgewirbelt wird. Denn bei den Abgasgeschwindigkeiten kann es durchaus passieren, dass Mondstaub auf orbitale Geschwindigkeiten beschleunigt wird. Und das will man tunlichst vermeiden, um nicht den Mondorbit zu verschmutzen. Der Mond hat ja keine Atmosphäre, der die Partikel irgendwie über die Zeit abbremsen würde. Meiner Meinung nach ist es auch fraglich, ob das Mond-Starship wirklich 6 Raptoren in der Konfiguration bekommen wird, die das Standard-Starship hat. Da es ja nicht mehr auf der Erde landen soll, könnte es zum Beispiel auf die Meereshöhen optimierten Triebwerke gänzlich verzichten und dafür 1 oder 2 zusätzliche vakuumoptimierte Raptoren mitnehmen. Vielleicht irre ich mich auch mit dem Methansauerstoff in den Nasenlöchertriebwerken und es werden hypergolische Triebwerke. Bei denen muss man sich ja dann um das Zündverhalten keine Sorgen machen. Das war übrigens bei der Mondlandefähre der Apollo-Mission der Grund, warum es keine Ersatztriebwerke gab. Hypergolische Triebwerke sind sehr, sehr zuverlässig und ihre Zündung und Schubregulierung ist sehr einfach. Wenn du nicht weißt, was hypergole Treibstoffe sind, dann schau unbedingt mal mein Video zu dem Thema. Das verlinke ich dir hier. Weitere Features sollen 2 Luftschleusen sein und ein gutes Konzept für die Mondstaubhygiene. Mit 100 Tonnen Payload zur Mondoberfläche ist das Starship auch unglaublich potent und wird der NASA viel Spielraum für Experimente, Mondautos, ja, und oder Labore geben. Die absurde Größe kann sich auszahlen. So hat man fast genauso viel Platz für Nutzlasten und Unterkünfte, wie ihn die ISS bietet. Mit so viel Raum, da kann man sich auch vorstellen, dass man genug Sachen mitnehmen kann, dass man auf die Dauer vielleicht mal eine Mondbasis aufbaut. Aber wie soll dieses enorme Starship eigentlich zum Mond kommen? Eins vorweg, bevor das Starship-Konzept mit voller Wiederverwendung nicht funktioniert, wird kein Starship zum Mond aufbrechen. Wieso bin ich da jetzt so sicher? Naja, weil keine Rakete außer dem Super Heavy Booster über die Fähigkeiten verfügt, das Starship in einen Orbit zu bringen. Das heißt, ohne Booster kein Starship im Orbit. Aber selbst wenn sich das Starship dann im Orbit befindet, ist man noch weit davon entfernt, auf eine Reise zum Mond zu gehen. Denn um das nötige Delta V, also Delta V, für die nötige Beschleunigung zum Mond bereitzustellen, muss das Starship im Orbit aufgetankt werden. Ja, und sowas, das gab es bis auf die Betankung der ISS noch nicht. Das heißt, es müssen nochmal Super Heavies mit Tanker-Starships in den Orbit aufbrechen, um das Mond-Starship aufzutanken, bevor es auf seine Reise zum Mond gehen kann. Dass die Hardware dieser Betankungsflüge bei der Erledigung dieser Aufgabe jedes Mal zerstört wird, na, ich glaube, das darf bezweifelt werden. Das heißt, erst wenn Starships verlässlich in den Orbit fliegen und sicher zurückkehren können, wird eine Reise zum Mond mit einem Starship erst wirtschaftlich möglich. Wie viele Betankungen gebraucht werden, hängt von vielen Faktoren ab. Um das Mond-Starship wiederverwertbar mit viel Nutzlast zu landen und wieder in den Mondorbit zu bringen, wird es ein sinnvoll abgestimmtes Logistikkonzept brauchen. Ja, und wahrscheinlich mehr als 10 Tankflüge pro wiederverwendbarem Landevorgang. Wenn du magst, kann ich dazu ja mal ein Video machen, was detaillierter darauf eingeht. Schreib mir einfach unter dem Video. Das Betanken bringt uns aber noch zu einem anderen Projekt von SpaceX, dem Dear Moon Project. Ja, auf das sich ja der ein oder andere YouTuber unter uns beworben hat. Wenn man sich die Anforderungen ansieht, besteht die Möglichkeit, die Mission mit einem Lunar Starship durchzuführen. Im Dear Moon Project bezahlt ja der Milliardär Yusaku Maezawa dafür, sich mit einer Gruppe von Menschen um den Mond herumschießen zu lassen, um dann das teuerste Kunstwerk aller Zeiten zu erschaffen. Aktuell sieht es danach aus, dass man eine freie Rückkehrbahn wählt und nicht in einen Mondorbit abbremst. Ich persönlich halte es für gut möglich, dass der Transport zu dem Starship im Orbit mit Crewdenkkapseln erfolgt. Das Starship schießt dann die Dear Moon Crew weiter in Richtung Mond und um den Mond herum und hat dann noch genug Treibstoff, um das Starship wieder abzubremsen und wieder in einen niedrigen Erdorbit zu parken. Aus dem kann dann die Crew mit Crewdenks wieder zur Erde zurückkehren. Das wäre grundlegend anders als bei den Mondlandungen von Apollo. Da hat man nämlich auf dem Rückweg die Erdatmosphäre genutzt, um alle Geschwindigkeit mit einem Hitzeschild abzubremsen. So braucht es dann viel weniger Treibstoff, über die das Apollo-Raumschiff auch eh nicht verfügt hätte. Ja, und stell dir vor, wir haben jetzt einen Starship im Orbit, dann kann man es ja auch gleich an den nächsten Kunden weiter vercharten, zum Beispiel die NASA. Wo wir gerade von Apollo reden, mit 2,9 Milliarden Dollar würde die NASA einen Mondlander mit nie dagewesenen Fähigkeiten für gerade mal 13% des Budgets, das inflationsbereinigt für die Apollo-Mondlandefähre ausgegeben werden musste, erhalten. Das ist doch schon eigentlich ein ganz schöner Schnapper. Aber zurück zu Dear Moon. Vielleicht ist es auch genau andersherum. SpaceX lässt sich von der NASA beim Mond Starship helfen und alles an Lebenserhaltungssystemen und Ausstattung, die man für den Flug im Mondorbit und für die Mondlandung braucht, ja, die kann man ja später, wenn es dann fertig entwickelt ist, auch für das Dear Moon Project benutzen.
So oder so, die Auswahl von SpaceX für das HLS-Programm der NASA wird die Entwicklung des Starships weiter pushen und das Programm gehörig nach vorne katapultieren. Und zusätzlich wird die NASA mit Adleraugen alle Technik und Prozeduren überwachen, was ja schon im Crew Dragon-Programm zu einem Riesenerfolg geführt hat. Ja, und das bringt uns zur Crew Dragon, denn wir stehen ja vor dem zweiten regulären Flug einer Crew Dragon zur ISS. Diesen Donnerstag, den 22.04. um 20 Uhr deutscher Zeit, soll die zweite reguläre Crew mit einer SpaceX Crew Dragon zur ISS starten. Die Zeit ist so perfekt, dass ich das definitiv live streamen werde. Ganz großes Dankeschön geht an die Community, besonders an Eneas, der mein Skript wieder Korrektur gelesen hat. Und natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert mich, weiter Zeit und Energie in Senkrechtstarter zu stecken und euch die Raumfahrt näher zu bringen. Aber wir haben noch andere wichtige Events vor uns, denn auch der erste Motorflug auf einem anderen Himmelskörper erwartet uns. Mit dem Mars-Helikopter Ingenuity. Und passend zum heutigen Thema hoffen wir natürlich auch auf einen Start von Starship-Prototyp SN15. Den erwarten wir nicht vor Dienstag. Was für Dienstag spricht? Ja, das amerikanische Datum April 20, also 420 und Elons Humor. Noch sollten wir aber einen erfolgreichen Static Fire abwarten, um weitere Prognosen machen zu können. Denn wir sind ja noch in der Prototypenphase, in einem sehr agilen Entwicklungsprozess. Auch einen möglichen Flug von SN15 würde ich natürlich live streamen wollen. Sollte ich einen Livestream machen, dann kündige ich dir das definitiv an. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.